Der gesamte Deggendorfer Stadtplatz war am Sonntagvormittag mit Feuerwehren übersät. Das Obergeschoss des Wohnhauses, in dem sich auch der Nahkauf befindet, hatte Feuer gefangen. Zwei Bewohner konnten sich selbst retten, indem sie aus dem ersten Stock des Hauses auf ein Vordach sprangen. Momentan ist der Stand, dass aktuell von 8 Personen bewohnt war, über Nacht. Wir haben momentan 7 Verletzte, wobei 3 Schwerverletzte zu beklagen sind durch massive Rauchgasvergiftung, die sich im Klinikum befinden. 2 Feuerwehrmänner erlitten leichte Brandverletzungen. Eine zunächst vermisste Person konnte noch am Sonntag ausfindig gemacht werden. Der Mann war während des Brandes nicht zu Hause. Montagmorgen dann wieder Sirenen. Ein Glutnest hat sich neu entzündet und der Dachstuhl des Hauses brennt erneut. Die Feuerwehr kommt nur an einen Teil des Dachgeschosses. Der Rest ist nicht zugänglich, sodass ein Einsatzzug aus Straubing mit Spezialgerät anrücken muss. Durch das Blechdach kommt man halt nicht richtig ran. Das muss man jetzt aufschneiden mittels Trennschleifer. Das ist ein sehr aufwendiger Vorgang und wird jetzt auch mit Sicherheit 1 oder 2 Stunden dauern. Ansonsten ist alles alarmiert, was wir brauchen. Die Frage nach der Brandwache. Die Brandwache war bis am späten Nachmittag da, unter dem Herrn Rotenwörder. Man hat auch überhaupt nichts mehr gesehen und so weiter. Aber da klang, wie gesagt, ein kleines Körnchen und das reicht dann. Und man muss sich vorstellen, dass das obere Dachgeschoss ist ja abgekapselt vom Wohnbereich. Und der Zugang zu diesem Dachgeschoss ist abgebrannt. Da kann man also nicht kontrollieren und aufwählen. Die Familien aus dem Haus sind derzeit bei Bekannten und der Stadtbau GmbH untergebracht. Die Brandursache steht noch nicht fest. Brandstiftung schließen die Ermittler aber aus. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf mindestens 1 Million Euro. Das Haus ist einsturzgefährdet. Die nebenstehenden Gebäude sind dadurch momentan aber nicht in Gefahr.